Hallöchen und herzlich willkommen für all diejenigen, die den Krebs im Sonnenzeichen, im Aszendenten, im Mond oder in der Venus in sich tragen. Und natürlich auch hallo an diejenigen, die auf einen Krebs schauen. Wir schauen jetzt gleich rein in Sachen Liebe und Beruf und wie immer gilt, öffentliche Legungen können mit dir persönlich in Resonanz gehen, müssen es allerdings nicht. Alle weiteren Infos wie gewohnt in der Infobox. Und damit starten wir auch. Liebes Universum, Grundenergie bitte hier für Liebe und Beziehungen erstmal. Oh, da sorgt ein Treffen für eine Veränderung. Mit dem Kompass zeigt sich hier ein neuer Weg. Mein erster Impuls ist hier direkt, es läuft ein Treffen so unerwartet positiv oder unerwartet negativ, dass du hier eine Kurskorrektur machst. Okay, hier läuft es in Richtung Verbindungsaufbau. Haha, sehr gut, die Brücken. Also hier wird Verbindung gesucht tatsächlich, also positiv. Und wie gesagt, das Unerwartet kommt mir rein. Ich bin mal gespannt, was das Tarot dazu sagt. Zum Thema Treffen hier. Oh, ja gut. Dass du diesen Menschen anziehend und attraktiv findest, das wundert mich hier tatsächlich gar nicht. Kelch König ist ja energetisch mit dir auf einer Wellenlänge, ebenfalls jemand, der eine gute Anbindung zu seiner oder ihrer Intuition hat, sehr warmherzig ist, empathisch ist. Also da werdet ihr auf jeden Fall auch durch das Vertrauen, was dieser Mensch bringt und durch diesen unterstützenden Faktor auch und dieses beschützende, liebevolle, werdet ihr auch sicherlich gute Gespräche hier führen können. Wow. Wow, sag ich dazu nur. Wir gucken mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch ein kleines Aber. Ich weiß nicht, ich rieche das. Also hier wirklich unerwartet auf einer Wellenlänge sein. Das heißt nicht, dass dein Gegenüber ein Wasserzeichen sein muss. Allerdings jemand, der emotional angebunden ist. Nee, hier gibt es erstmal noch kein Aber, hier gibt es Beschleunigung. Also das ist, ja, wie gesagt, dieses Unerwartete, ne, was ich schon reinbekommen hatte. Beschleunigung, diese Kommunikation, diese Neuigkeiten, die reinkommen, die sorgen hier auch für einen sehr schnellen Abschluss, eine sehr schnelle Vorwärtsbewegung. Hier ist der Fortschritt nach dem Stillstand, da passieren ganz, ganz viele Dinge und die erfordern natürlich auch eine schnelle Entscheidung. Ja, guck mal hier. Auch da nochmal die Bestätigung. Ne? Tolle, tolle Kommunikation, tolle Nachrichten. Der Erfolg liegt hier bereits drauf. Also das Ding hast du hier im Kasten. Eindeutig. Also das überrascht dich hier scheinbar selbst, weil ich jetzt hier gerade so überrascht bin. Dann schauen wir mal auf die Kurskorrektur. Unverhofft kommt oft, sagt man ja bekanntlich. Und gerade dann, wenn man am wenigsten damit rechnet, passieren die schönsten Dinge. Das ist sehr oft so. Diese Sprüche, die kommen nicht von ungefähr. Die haben einen wahren Hintergrund. Was kriegen wir denn hier zum Kompass? Unerwartet, unverhofft. Öffnet sich ein neuer Weg. Ein neuer Weg, für den du dich auch einsetzt. Also sieben der Stäbe ist ja auch so Zügel übernehmen, ne? Zügel übernehmen. Ja, hier sind die Verletzungen der Vergangenheit. Die scheinen dich jetzt hier in der Situation aber erstmal nicht zu tangieren. Neun der Stäbe ist ja so die alte Schutzhaltung, ne? Hier gewinnt die Sehnsucht. Ich sehe das jetzt hier wirklich als positiven Aspekt mit dem Mond. Klar kann es sicherlich auch nochmal die ein oder andere Reise durch deine Schattenthematiken geben, vor allen Dingen emotionale Belastungen, die eventuell noch geklärt werden wollen. Die Beziehung, ne, wir haben ja den Gefühlsklärer da, ist natürlich in gewisser Weise auch dafür, alte Schlacke nach oben zu bringen, damit sie endgültig geklärt werden kann. Gar keine Frage. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Ihr wisst es selbst. Hier ist es aber eher so, dass deine Sehnsüchte und auch deine emotionale Tiefe beflügelt werden, weil du eben hier diese Ambitionen entwickelst. Ich möchte diesen Menschen näher kennenlernen. Der ist so unverhofft in mein Leben reingestolpert. Der hat auf jeden Fall eine Chance verdient, vor allen Dingen, weil ihr eben hier auf ja emotionaler Augenhöhe durchs Leben geht. Ihr seid beides keine unbeschriebenen Blätter. Ja, hier ist dieses Bewusstsein auch drin. Hey, wir haben in der Vergangenheit emotionale Qualen erlitten. Ja, ihr seid beide weise durch eure Erfahrungen und hättet ihr keine Erfahrungen gemacht, dann würdet ihr auch nicht so reif sein. Ja, ist Fakt.
ist einfach Fakt. Wie gesagt, 9 der Stäbe, Verletzungen der Vergangenheit haben wir hier. Und wir haben ja auch das Positive, ne? Der 9 der Stäbe ist ja auch so der sanfte, ne? Was heißt der sanfte Schubs? Aber schon so ein bisschen der Schubs, ne? Der notwendige Schubs, den man manchmal noch benötigt, um sich endlich zu trauen. Und da ist der Kelchkönig nun mal auch super drin, ne? Mit seiner sanften Kraft. So, hey, trau dich doch mal. Ja, wie wär's? Hast du nicht Bock? Lass uns ein Käffchen trinken gehen, spazieren gehen, essen gehen, ins Kino gehen, ins Museum gehen, eine Runde an den Strand fahren, in die Berge, whatever. Ja, also der zieht auch ein bisschen. Der zieht und schubst. Push and pull. Push and pull. Ja, 6 der Münzen. Das ist das Aber. Das fällt hier gerade in den Schattenaspekt. Es ist einfach die zerbrochene Beziehung. Allerdings könnte man das natürlich auch positiv sehen. Sie fällt unter die Brücke. Also es ist ein bisschen ähnlich, diese Energie, dieses sich seinen Mut über seine Ängste stellen. Und hier auch Verbindungsaufbau über eine zerbrochene Beziehung. Also es ist klar, hier ist irgendwas noch im Schatten. Es darf noch was geklärt werden. Wichtig ist allerdings jetzt auch mit den 6 der Münzen zu wissen, bleibt im Geben und Nehmen. Bube der Kelche. Grundsätzlich so eine Energie, wo man sagt, ja, hier ist noch dieses Vage drin, ne? Dieses Ablenkbare, keine Basis für eine Beziehung. Aber wie gesagt, ihr stellt euch da drüber, ne? Das ist eben der positive Aspekt. Klar, hinterfragen ist wichtig. Ja, ist da eine Basis für eine Beziehung? Ist da das Geben und Nehmen? Das sollte man auch beim Kennenlernen abstecken, gar keine Frage. Allerdings sollte man nicht gleich alles schwarz malen. Ne? Schwarzmalerei kommt mir gerade rein. Mal es nicht schwarz, bevor es nicht passiert, weil hier wird ja auf jeden Fall Verbindung gesucht. Und das ist ja hier keine Einbahnstraße, sondern eine Straße, die von beiden Seiten befahrbar ist. Und dieses Kennenlernen ist ja letztendlich für dich sowie auch fürs Gegenüber wichtig, um eventuelle Widersprüche noch lösen zu können. Ihr seid im Anfang. Ja, also nicht gleich direkt Panik bekommen, wenn sich das Ding jetzt hier ganz, ganz schnell entwickelt. Ne? Wie gesagt, Brücke, Verbindungsaufbau, in dem Fall tatsächlich beidseitig. Und das heißt für mich auch, ihr steht über den Dingen. Lernt euch kennen. Ja, hier ist die bevorstehende Erfüllung bereits angezeigt. Eben auch diese Thematik, die Welt liegt in euren Händen. Und sollte jetzt doch irgendeiner von euch bei, das ist ja nun mal so beim Kennenlernen, doch extreme Panik bekommen, ne? Ah, guck mal hier, die 2 der Schwerter im Outcome, dann kann man immer noch sagen, hey, nee, es wäre dir nicht fair gegenüber, ich bin einfach zu unsicher. So, die Wahl hat ja letztendlich jeder Mensch beim Kennenlernen. Aber warum das Glück zerstören, bevor es überhaupt richtig gewachsen ist? Und hier ist auf jeden Fall das Kennenlernen angezeigt. Also, lern den Herren, die Dame hier erstmal kennen, bevor du dir ein Urteil bildest. Und damit kannst du nachher letztendlich auch deine Scheuklappen abnehmen und kannst in den Weitblick gehen und dementsprechend natürlich auch in die Weitsicht, die dir natürlich viel mehr Optionen offeriert, als du es im aktuellen Moment erkennst. Du bist hier happy, du bist hier glücklich, alles fühlt sich richtig an, vertrau auf dein Gefühl. Natürlich gilt auch für diejenigen hier beim Verbindungsaufbau, ne, wenn sich jemand nicht richtig anfühlt, sich zu entscheiden, aus der Situation herauszugehen, um kein Thema zu schaffen. Ne. Die Themen, die wir haben, sind ein Resultat unserer Entscheidungen, das ist auch so. Also denkt dran, ihr schafft auch eure eigenen Themen und Unsicherheiten, zerbrochene Beziehungen und in einer Partnerschaft, wo mal keine Basis gekennzeichnet war für eine Partnerschaft, wo man eben auch die Zeichen übersehen hat, sind kein Grund als Ausrede zu benutzen, hier kein Investment zu machen. Gönnt euch. Ja, wie gesagt, wir haben hier noch eine Schattenreise. Das kommt dann, wenn die Zeit reif ist, wenn die Triggerpunkte da sind. Klar, ein bisschen kommen sie ja hier schon ans Tageslicht durch diese plötzliche Verbindung, die einfach so, wo es einfach matcht, ja, wo alles zusammenpasst, wo die Energien auf Augenhöhe unterwegs sind. Das kann schon ein bisschen beängstigend sein, vor allen Dingen, wenn das so unerwartet kommt. Aber du gehst hier über deine Angst hinaus. Sehr gut. Also, der eine oder andere Krebs geht hier in eine neue Partnerschaft, liebestechnisch. Mhm. Damit schauen wir auf Beruf und Finanzen und da liegst du. Als Zuschauer bist du ja die Dame, geschlechtsunabhängig.
Dann haben wir hier das große Glück mit der Sonne und den kleinen schwarzen Katerli. Schüchtern, zurückhaltend, aber auch neugierig und forsch. Na, wir klären das mal. Oh, ein blockierter Weg. Drei der Stäbe. Ja, das ist so ein bisschen Unzufriedenheit, ne? Verzögerungen, du wartest hier irgendwie auf Ergebnisse. Erzielst damit aber tatsächlich auch einen Durchbruch. Also dieses Warten auf Ergebnisse, diese Verzögerungen, dieser versperrte Weg möchte dir etwas aufzeigen mit dem Turm. Hier darf nämlich etwas aufgebrochen werden. Auch, man könnte auch sagen, bereinigt werden. Ja, weil der Turm, der reinigt auch, der befreit, der bricht auf. Und das könnte mit deinen Ambitionen zu tun haben, wie soll es weitergehen, ne? Wo setzt du deinen Ehrgeiz ein, deine Fähigkeiten, deine Talente? Weil die Sechs der Schwerter ist so ein Übergang. Und zwar ein Übergang, der genau richtig verläuft. Das ist eine Neuorientierung, ja, wo du die Vergangenheit loslässt. Du schaust ja hier auch in Richtung Vergangenheit, also aus dem Kartendeck raus. Du bist irgendwas am Ablösen. Und in irgendeiner Angelegenheit, beruflich, finanziell, geht es jetzt nicht ganz so schnell weiter. Wie gesagt, du wartest auf Ergebnisse. Das kann das Warten auf einen Arbeitsvertrag sein, auf irgendeine Genehmigung einer Finanzierung, wenn es um irgendwelche Käufe geht, whatever. Businessgründung könnte ein Thema sein, dass du, keine Ahnung, den Gründerzuschuss zum Beispiel nutzt, den man bekommen kann, dass du da eben auf Nachrichten wartest. Und diese Ruhephase, dieser blockierte Weg, weil du gerade irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht anfangen kannst, im Außen wirken kannst, hat aber ganz viel Innenwirkung. Sagen wir es mal so. Ja, weil hier ist zum einen natürlich auch, dass du angezeigt, dass du um andere um Hilfe bitten kannst. Hier zeigt sich schon der bevorstehende Anfang und wir haben ja hier auch schon das große Glück liegen. Ja, also das Positive liegt hier definitiv. Allerdings ist es hier auch erstmal das Überwinden von Altlasten angezeigt. Sechs der Schwerter, das ist auch die Rückkehr zur Harmonie. Ja, also nutze diese Ruhe, die hier in gewisser Weise, diese Zwangspause, auch wenn im Außen sich nichts bewegt, in dir bewegt sich ganz viel. Ja, gut. Dann schauen wir hier mal auf die Sonne. Was kriegen wir hier zur Positiven? Guck mal hier. Finanzielle Freiheit, ne? Fülle, Unabhängigkeit, Anerkennung, ja, Glücksfall, das Ernten der Früchte der Arbeit. Also die Karten bestätigen das jetzt eigentlich auch nur, dass es hier im Oktober endlich in die Richtung geht, beziehungsweise du dort ankommst, wo du hin willst. Der Weg der Heilung mit dem Stern, neue Hoffnung, neue Träume, neue Visionen, Klarheit, ne? Wahrheit, das ist das, was ich machen will. Ja, das ist so dieses Bewusstwerden. Und damit können natürlich auch alte Wunden noch geschlossen werden, ja, geheilt werden, umsorgt werden. Also finanzieller Zugewinn hier, finanzielle Fülle. Und da haben wir auch die Energie der Führung drin liegen, ne? Die Kraft. Also hier ist wirklich ein sehr, sehr willensstarker Krebs am Start, der ein bisschen struggelt, wenn es darum geht, geduldig zu sein. Obwohl die Geduld natürlich mit der Kraft auch hier liegt, ne? Gelassenheit. Also Rückkehr zur Harmonie, Rückkehr zur Gelassenheit, finanzielle Zugewinne. Und das kann natürlich auch eine neue, weil wir hier die neue Träume, neue Visionen liegen haben, neue Hoffnung liegen haben, auch dafür sorgen, dass du dich eventuell sogar noch weiterentwickeln möchtest. Weil hier ist schon in gewisser Weise die Neugierde angezeigt, allerdings auch dieses Scheusein. Soll ich auf diese Situation zugehen oder nicht und überhaupt und keine Ahnung, ne? Wir gucken mal, was wir hier zum kleinen Mr. Finsterflausch bekommen. Was ist hier der Kater? Was ist das für eine Energie? Altlasten, 10 der Stäbe. Eine Last, die sich langsam vergrößert hat, wo es jetzt heißt, Belastungen loslassen, Verantwortung übernehmen, Hürden überwinden. Ja, hier liegt nämlich eine Einladung auf dem Tisch, Ritter der Kelche. Beziehungsweise ist es ein Feeling, was du hast, ne? Irgendwie, irgendwas lockt dich, irgendwas macht dich neugierig. Da bist du emotional auch sehr dabei. Und mit der Schwertkönigin im Schattenaspekt
heißt es, benutze deinen Kopf anstatt des Herzens. Tatsächlich. Also, ja, du möchtest dich hier weiterentwickeln. Das Problem, was ich jetzt in der aktuellen Situation sehe, ist die Tatsache, dass du hier schon voll ausgelastet und belastet bist. Tanz nicht auf zu vielen Hochzeiten. Also, weil ich es nicht besser wüsste, würde ich tatsächlich sagen, du hast hier irgendwelche Lufteinschläge. Willst 10 Milliarden Dinge auf einmal machen am liebsten. Ne? Das, was jetzt hier gerade abgeschlossen wird und was dir ja finanzielle Freiheiten bringt, das ist nicht genug. Da muss noch mehr rauf, aber deine Schultern sind voll, Herzilein. Ja? Du wirst entweder Zeitmangel haben oder tatsächlich Kraftmangel haben, um das in der aktuellen Situation tatsächlich ausführen zu können. Da ist es wichtig, wirklich realistisch zu sein, auch lernen, realistisch zu sein und dir nicht die nächste Belastung noch aufzuhalten. Weil hier ist extrem eine Anstrengung angezeigt. Es ist auch eine Lebensaufgabe angezeigt, zu sondieren. Weil zwei der Münzen hier im Outcome ist tatsächlich auch so, fokussiere dich auf deine wichtigen Dinge im Leben. Ja, und nicht auf die, in Anführungszeichen, unwichtigen. Ja, du bist ein Mensch, du kannst Multitasking, gar keine Frage. Aber hier wäre es tatsächlich zu viel, dich davon emotional zu verlocken. Ja, weil wir haben hier schon dieses, ja, du bist verliebt in diese Sache, ne? Du möchtest auch gerne dem Herzensweg folgen und hier sind deine künstlerischen Tendenzen angezeigt, ne? Du suchst Verbindung und hier ist natürlich auch klar eine Gelegenheit, aber deine Zurückhaltung, die sich hier schon zeigt und auch so ein bisschen dieses Versuchen zu wählen, eine Wahl zu treffen, ist eigentlich schon Indiz genug dafür, dass hier einfach gerade zu viel Last auf deinen Schultern liegt. Mach weiter mit dem, was, wo du die Prioritäten setzt. Auch das sagen die 10 der Stäbe, ne? Also hier Prioritäten setzen. Und kümmere dich erstmal um das Wichtige, weil du hast hier definitiv noch Altlasten zu bewältigen. Wie gesagt, 10 Stäbe, alles ist voll. Entweder, wie gesagt, keine Kraft mehr oder du kommst hier endgültig in den Zusammenbruch. Ja, das wäre dann so der Turm in dem Aspekt. Exitus, nichts geht mehr, komplette Zerstörung. Und weil du hier in der persönlichen Weiterentwicklung bist, zurück zur Kraft, zurück zur Gelassenheit, wäre das absolut kontraproduktiv, da jetzt dich emotional in irgendwas reinzuklemmen, was am Ende wieder für Überbelastungen sorgt, weil du auf 30.000 Hochzeiten rumtanzt. Ja, jetzt zeigt sich schon die bevorstehende Wahl. Du wirst dich entscheiden müssen. Es geht hier um Effizienz. Es geht hier auch um das trübe Denken. Und es geht auch darum, dich in dem Moment nicht selbst zu belügen, dich selbst zu manipulieren und eben dich selbst zu täuschen. Weil es könnte durchaus sein, dass du durch diese Überbelastung, die ja schon präsent ist, durchaus, wenn hier noch mehr dazu kommt, Leuten vor den Kopf stößt durch deine Worte, weil die Schwertkönigin im Schattenaspekt sagt auch, wähle deine Worte weise, eben Leuten vor den Kopf stößt, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Grund dafür ist eigentlich nur eben deine Überbelastung. Also, To-Do-Liste für den Oktober. Das einfache, endgültige Glück in dem Fall tatsächlich mal genießen. Geh in die Ernte, ja. Halte dir aber nicht gleich das nächste auf, sondern komm wirklich mal an. Ja, weil hier ist etwas Langfristiges, das langfristige große Glück angezeigt. Und wenn du dann mit diesem ein Erfolgserlebnis direkt in das nächste Erfolgserlebnis hast und gar keine Chance hast, das setzen zu lassen in dir, dann bist du da direkt in der Überbelastung. Ja, wir haben hier jemanden, der wirklich viel, viel kann, gar keine Frage. Aber irgendwann ist es auch mal too much, ne? Deswegen liegt hier auch das Jonglieren drin. Soll ich nicht? Auf einer Seite ja, auf der anderen Seite nee. Na, hier. Erstmal für inneren Seelenfrieden sorgen, ganz, ganz wichtig. Genieß diese Fülle, genieß diese Unabhängigkeit. Ruh dich ein bisschen aus, fahr ein bisschen runter. Du musst nicht durchs Leben hetzen. Spar dir deine Kraft. Die wirst du noch brauchen, früh genug, glaub mir. Okay, gut, ihr lieben Liebenden, damit entlasse ich euch, auch wenn ihr euch hier nicht wiedergefunden habt, sage ich trotzdem vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, vielleicht auch Abonnieren. Ich würde mich sehr, sehr freuen und sage bis ganz bald.